Herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Opa Zockt Factorio. Und weiter geht's mit unserem riesen Schmelzumbau hier. Wo wir immer noch mehr oder weniger so ein bisschen versuchen, hier so ein bisschen unsere Bauroboter auszulasten. Ja gut, die natürlich mittlerweile voll ausgelastet sind. Hauptsächlich durch die ganzen Kisten hier. Ah, da ist noch einiges drin. Aber das kann da oben noch ein bisschen dauern. Kann man eigentlich auch einen Abriss wieder abreißen? Nee. Einmal abgerissen, bleibt das wohl so. Dann müssen wir, dann wird das hier unten wahrscheinlich verfallen. Dann haben die hier gut was zu tun, unsere Roboter. Pass auf, in der Zeit können wir hochlaufen, holen uns mal die ganzen anderen restlichen Logistikroboter. Dass wir da nochmal so ein bisschen Druck auf die Leitung bekommen. Dann geht es auch noch ein bisschen schneller mit dem Abholen. Können wir die sogar noch ein Stückchen schneller machen? Oder haben wir die auf Maximum? Ne, die sind jetzt auf Maximum. Mehr geht nicht. Gut, dann brauchen wir halt einfach nur mehr. So, wir sind auf dem richtigen Weg zum Auto. Da ist das Auto. Ja. Gut, das wird natürlich jetzt eine ganze Weile dauern. Hätte ich nicht gedacht, dass das da unten nicht reinpasst, aber gut, ist nicht zu ändern. Müssen wir jetzt durch. Ach. Jetzt habe ich das Teil hier schon wieder kaputt gefahren. Warte mal, du hier. Ah, den Zug erwische ich natürlich nicht. Aber den erwische ich. Pause für dich. Pause für dich. Und Pause für dich. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier... irgendwo in dem ganzen Gewusel die Logistikroboter finden. Die ja theoretisch hier oben sein müssten. Also ich sehe auf jeden Fall hier vorne. Wie viel sind da jetzt noch drin? Immer noch 64. Wir haben noch zwei leer kriegen. Ach so, ja, pass auf. So, jetzt könnten wir noch mal 118 Bauroboter bauen. Wow, 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 wow. Kommt ihr auf einmal alle her? Was wollt ihr hier? Geht weg! Meine Güte. Ja, hier oben muss auch unbedingt Schutz hin. So. Hier könnt mal runterkommen. Dann setzen wir das hier wieder auf 50 runter. Und anscheinend haben wir jetzt keine mehr im System. Ne. Habe ich alle im Inventar. So, jetzt kommen die ganzen Bauroboter. Wieso, wir haben noch so viele übrig? So, die da noch rein.
Wir haben noch 20 Frames. Dann bauen wir mal 20 Bauroboter. Weil die Bauroboter sind alle gut ausgelastet. Die können wir auch unten dann rauslassen. In der Zeit, wo die hier basteln. So, dann rasen wir wieder runter. Nehmen wir noch mal ein paar Bäume mit, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Steine sind schlimmer. Da komme ich so mit einem Schlag nicht durch. So, ab zu der Schmelze. Ach, ich bin noch ein Trottel. Seht ihr, was ich sehe? Ich Idiot, hab die Dinger hier abgerissen. So, die da rein. Die da rein. Das darin. Das alles darin. Blop, blop, blop. Oh, jetzt haben wir da ein paar von denen verloren. So, zack, zack, zack. Da rein, da rein. Alles darin. Das darin. So, und die Kiste auch leer. So, dann haben wir unsere Logistikroboter wieder komplett ausgenutzt. Und die sind jetzt auch durch mit Bauen. Das heißt, ihr da rein, ihr da rein. Boah, das sieht ja heftig aus. Aber es verpufft mehr oder weniger nur. So, die brauchen wir. Nicht mehr, die brauchen wir vorläufig nicht. Die brauchen wir nicht. Die nicht. Die nicht. Ach ja. Shit, dass die Dinger hier so voll sind, hätte ich nicht gedacht. Das dauert länger als gedacht. Viel länger als gedacht. Gut, wir haben jetzt hier noch 45 Bauroboter, die benötigt werden. Die meisten davon wahrscheinlich, ja, um die Kisten leer zu machen. Also das wird noch eine ganze Weile dauern hier. Da werden gerade mal 36, da werden 700 abgeholt, da werden auch 700, da werden 2000 abgeholt. Wie viel? Ja, trotzdem noch keinen einzigen frei. Noch kein einziger frei. Naja, dann werden wir mal weiterarbeiten, beziehungsweise weiter warten. Bis es hier vorangeht. Aber man sieht jetzt hier, es wird schon langsam weniger. Es kommt ja immer weiter hier alles rein. So,
gucken wir mal, dass wir hier unsere Bauroboter noch mal ein bisschen unterstützen. Indem wir das mitnehmen. Ja gut, das große Problem ist halt auch einfach, ja, die Aufladezeit jetzt gerade. Ja, einziger Vorteil ist, wir können das ganze Gerät hier effektiver bauen, weil so, das ging ja im Endeffekt überhaupt gar nicht. So, jetzt habe ich natürlich hier auch noch Roboter aufgesammelt. Hier haben wir noch was, wo wir unterstützen können. Genau wie die hier. Und da ist eine leere Kiste. So, jetzt haben wir noch 41 und das werden wahrscheinlich 41 Kisten sein. So, das alles, das, die Kiste ist voll. Ja, bei Logistikroboter haben wir einfach mehr. Ich weiß, es kommen wahrscheinlich wieder Kommentare. Ja, was machst du denn da? Du Trottel. Ja, ich weiß, das war... Der Abflussauftrag, muss ich ganz ehrlich sagen, war ein bisschen unüberlegt. Die weg. Die weg. Oh, 33 Abrissaufträge noch. Haben wir jetzt hier noch irgendwo Platz? Da ist noch Platz. Also alles rein damit. Ach, dann sind es nur 30 Abrissaufträge. Und das werden jetzt unsere Logistiker hier noch einiges an Zeit mehr oder weniger beschäftigen. Dann habe ich wenigstens den Bauroboter schon wieder frei, um hier weiter zu basteln. Wenn ich mir vorstelle, dass wir das alles mit der Hand machen müssten,
Weißt du, wie lange wir dann hier gesessen hätten? Das alles per Hand da hochzukacheln? Also ich bin schon froh. Oh, dieses Norden-Scheiß, ey. Also ich bin schon froh, dass wir die Roboter haben, die uns hier so mehr oder weniger gut unterstützen. So, haben wir hier unten noch welche. So, haben wir die auch weg. Sind es jetzt nur 16 Aufträge. Und 5 Millionen für unsere Logistiker. Oh, die sind noch alle voll. Na gut, ein bisschen müssen halt unsere Bauroboter noch selber machen. Aber wenn man sich überlegt, was hier schon alles los ist, ne? Aber es scheitert hier wirklich an der Aufladung. So, wir setzen einfach da nochmal einen zusätzlichen Port hin. Aufträge noch. Pass auf, in der Zeit können wir ja uns mal hier rum kümmern. Weil hier stehen ja noch zwei Züge, die hier noch weg müssen. So, parken wir die mal zwischen. Es reicht ja theoretisch, wenn wir die auf die Verbindungsstraße hier fahren. Theoretisch. Weil bis hier ungefähr müssen wir wegreißen, hier etwa. Dann fahren wir den bis hier vorne in die zweite Kurve. Dass der andere da noch hinpasst und dann können wir das Kram auch abreißen. Dann. Vorher setzen wir nochmal. Oh, unser schöner Akkupark hier unten. Ah, wenn wir das jetzt hier versetzen, dann muss der Akkupark ja doch schneller weg als, beziehungsweise schneller umgebaut werden, als ich gesagt habe. So, Zug. Du legst auch nochmal einen Rückwärtsgang ein. In der Zeit sind es immer noch 16 Aufträge. Mal gucken, wie weit wir mit dem zurückfahren können. Nicht, dass wir da irgendwo gegenbatzen. So, stellen wir den erstmal da ab. Ja, immer noch 16 Aufträge. Aber umso länger das hier läuft, desto schneller arbeiten die hier vielleicht noch den restlichen weg, dass wir da nicht so viel abholen müssen. Aber das Ding reißen wir nach und nach ab. Das machen wir nicht so auf einen Schlag wie hier. In der Zeit, wo wir hier im Basteln sind, reißen wir den da drüben langsam ab. So, wie sieht's denn aus hier? Alles gut in Abholaufträgen.
Ja, ich würde sagen, ich lasse das hier da hinten. Ja, okay. Ich lasse das hier laufen, solange bis das hier durch ist. Also zumindest die Abrissaufträge, diese 16 Stück. Und dann hole ich euch in der nächsten Folge wieder was dazu. Weil es dauert doch länger als gedacht. Und ja. Damit war ich der Opa. Bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und sage Tschüss!